willkommen beim Dolly-Kurs und ich habe hier eine ganz neue Installation von Dolly Bar. Als erstes muss ich die Unternehmensdaten eingeben. Den Firmennamen lassen wir beim Dolly-Kurs, dann die Firmenadresse, die Straße. Dann die Postleitzahl, die Stadt, das Land, Deutschland, Bundesland, Hauptwährung. Wir können ja auch noch mehrere Währungen angeben. Telefon, nicht Telefon, Fax und E-Mail angeben. Die Internetseite. Hier kann ich mein Logo eingeben. Ich kann meine sozialen Netzwerkdaten eingeben. Hier kann ich den Manager eingeben, den Geschäftsführer. Hier kann ich Steuernummer und Amtsgericht und alles eingeben. Das erscheint dann auf den PDF-Dateien später im Kopf von den Schriftstücken. Hier tragen wir ein, wann das Geschäftsjahr losgeht und ob wir Umsatzsteuer befreit sind. Jetzt habe ich hier Felder, wo ich nach unten klicken muss. Euro, Schleswig-Holstein. Wenn jetzt hier was fehlt, dann speichere ich erstmal ab. Gehe zu den Stammdaten und ergänze da, was fehlt. Zum Beispiel bei den Währungen, falls ich alles in Bitcoin machen will, dann sage ich Bitcoin. Hinzufügen. Dann könnte ich hier statt Euro Bitcoin eingeben. Hier ist er. Aber wir bleiben jetzt erstmal beim Euro. Dann speichern wir das hier erstmal ab. So, und was noch wichtig ist, die Felder, die blau geschrieben sind, sind Pflichtfelder. Alle anderen Angaben sind freiwillig. Also das Landespflicht und der Firmennamen. Alles andere ist freiwillig. Dann können wir hier noch die Öffnungszeiten eintragen, wenn wir wollen. Und die Daten von unserem Buchhalter. Dolly Bar hat ja jetzt auch die Funktion doppelte Buchführung. Ja, das waren jetzt die Firmendaten. Jetzt machen wir weiter mit den Modulen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.